ja noch ein wesentliches Update, und zwar im wahrsten Sinne wesentlich, aus Westungarn, unserem Haku hier in der Nähe von Papa. Denn gestern ist wirklich ein tragischer Unfall gesehen. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen mitverfolgt, und zwar ein Stiftungsmitglied, ein junges Mädel aus Kanada, war so fasziniert von den Sonnenblumenfeldern, und wenn man bei uns rausblickt über die Wiese, sieht man hinten ein riesiges Sonnenblumenfeld, wunderschön. Und sie ist gestiegen auf einen gemauerten Griller im Boden, also das sind so Ziegelwände, und da ist sie drauf gestiegen, und ich habe noch zu ihr hingesehen, und während sie das Feld sieht, sagt sie, wie schön Gott nicht ist, und irgendwie war sie versunken, und plötzlich bricht der Ziegel ab und sie stürzt, ich sehe sie stürzen, und zwar, also ich habe wirklich einen Schock gehabt, ja. Also ich habe kaum reagieren können, es war wirklich ein Schock. Sie ist gefallen mit den Beinen nach oben und im Flug, so vielleicht auf 30 cm, dieses Mäuerchen mit Ziegeln, und zwar genau hierher mit dem Kopf vorn über. Ich dachte, das ist ein Genickbruch. Das muss ein Genickbruch sein. Es war tiefer Schock für mich. Mir sind sofort die Tränen gekommen. Und nein, sie ist aufgestanden. Wir sind zur Sicherheit jetzt da hier ins Spital gefahren. Jetzt da bezahlen wir die Rechnung. Die haben hier alles. Die haben hier alles. Die haben sofort ein CT gemacht, sprechen Deutsch, sprechen Englisch. Also wenn hier Spital in unserem HQ in Westungarn notwendig ist, man ist hier wirklich in guten Händen. Es ist alles da. Kostet, glaube ich, jetzt 80 Euro zweimal die Untersuchung, und sie hat nichts. Sie hat überhaupt nichts. Ja, nicht einmal ein roter Fleck. Und das ist eine gewichtige Dame. Junge Dame, die da mit voller Wucht, ja, hinten aufs Kreuz geflogen ist. Ich habe das Bild vor Augen, also wie sie da absackt und richtig nur mit dem Kreuz sich hier abfängt, im Genick, und sie hat nichts. Nicht einmal einen roten Fleck, geschweige Blut aus den Ohren oder aus der Nase, nichts. Und sie sagt, weil sie verbunden war, weil sie, ja, zu Gott gesprochen hat, da hatte sie sicherlich 12 Schutzengel. Es ist unbegreiflich. Es ist wirklich unbegreiflich. Und die Leute sind hier sehr hilfsbereit. Also wir haben da jetzt gleich zahlen können. Es kommt gleich jemand und gibt Auskunft in Deutsch. Also Leute sind alle sehr freundlich hier. Und also wenn ihr einen Unfall habt, dann kann ich euch nur hier einen Wunsch, Mensch, und dann in der Kette von Papa. Also, wir haben jetzt noch einmal eine Nachuntersuchung gemacht. Es ist nichts zu sehen. Es ist wirklich nichts zu sehen, nicht einmal ein blauer Fleck. Und ich habe gesehen, wie die junge Dame mit ihrem gesamten Gewicht gelandet ist hier am Kreuz. Ja, also das ist ja unglaublich, unglaublich. Man kann sich ja viel einbilden, aber dass das ein Wunder war, das war echt keine Einbildung. Ich war ja wie der Unfall, sie ist ja nicht nur irgendwie ein Stückchen auf das Genick gefallen, sondern in Bodenhöhe, in so einem Bogen hinunter. Es hat ihr die Beine ausgehebelt, und sie ist da wirklich mit Schwung auf das Knack, ganz genau, ja, also eigentlich 1,5 Meter tief. Ich konnte mich gar nicht bewegen. Ich habe geglaubt, das war gewesen um sie. Sie hat da gebetet oder meditiert, wie sie da das schöne Feld gesehen hat, extra da auf das Mäuerchen raufgestiegen und dann so weit hinunter gesegelt, und es ist ihr nichts passiert. Ja? Bist du groß und schön, mein Gott. Übrigens ein Titel meines Gedichtzykluses, der vielleicht dieses Jahr noch herauskommt.
bist du groß und schön, mein Gott.